Hattingen, Rufen, Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Hattingen ist heute leider nicht da. Hamburg macht heute diese Folge alleine, aber es ist eine Sonderfolge und deswegen haben wir auch gleich zwei Gäste da, die mit uns über die am kommenden Wochenende anstehenden Spiele des ersten FC Köln reden wollen. Wie gesagt, ihr da draußen an den Empfangsgeräten bestimmt, wie, der erste FC Köln, der spielt doch gar nicht, ist doch hier Katar und so. Nee, der erste FC Köln ist ja nicht nur ein reiner Fußballverein, es ist ja ein Sportverein unterm Strich. Deswegen gibt es auch verschiedene andere Abteilungen, deren Spielbetrieb natürlich nicht von einer Männer-WM in Katar beeinflusst wird. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute auch mal ein bisschen das Spotlight auf andere Abteilungen des FCs werfen können. Und da haben wir zwei absolute Experten für ihren Bereich, denn beide sind in verschiedenen Trainerfunktionen beim Handball des ersten FC Köln zugange. Da ist einmal der euch bereits bekannte Sebastian Bahr. Ihr kennt ihn von dem Fotoband, nur einmal nach Europa. Er ist aber auch Top-Trainer der ersten Herren im eben Handball. Und deswegen herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, wir freuen uns immer, dass der Scheinwerfer auch mal ein bisschen auf andere Bereiche gedreht werden darf. Und da darfst du uns nachher dann auch gleich ein bisschen erzählen, ob du findest, dass dieser Scheinwerfer denn oft genug auch von offiziellen Stellen gedreht wird oder nicht. Aber da kommen wir gleich drauf. Ich will erst noch deinen Sitznachbarn vorstellen, denn ihr sitzt zusammen am gleichen Küchentisch und könnt daher ganz ohne Delay miteinander reden. Den Vorteil habe ich leider nicht. Genau, denn du hast noch einen Trainerkollegen mitgebracht. Marc Breitenbroich, erweitertes Leitungsteam, war auch Spieler seit 1999 und trainiert aktuell die zweite Damenmannschaft im Handball. Hi Marc, grüß dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Vielleicht könnt ihr beiden ja mal so ein bisschen erzählen, welche Tradition hat denn der Handball beim FC? Wie lange gibt es diese Abteilungen schon? Welche Abteilung gibt es überhaupt? Also ich kann mir vorstellen, unsere Hörer wissen quasi noch gar nichts. Deswegen fangt doch mal quasi bei Adam und Eva an. Wow, die Handballabteilung gibt es schon was länger. Ich kann jetzt nicht genau sagen, seit wann. Ich weiß, dass die erste Damen zur Jahrtausendwende mal auch in der zweiten Liga gespielt hat. Und ja, wenn man jetzt so die letzten 5 Jahre sich mal anguckt, dann hatten wir 2016, 2017, da gab es nur eine Herrenmannschaft und 2 Damenmannschaften und knapp 12 Jugendmannschaften. Und da haben wir eine gute Entwicklung hingelegt, weil mittlerweile wir 3 Damenmannschaften und 3 Herrenmannschaften haben und knapp 22 Jugendmannschaften mittlerweile. Da sind wir einen sehr großen Weg gegangen und sind da echt stolz drauf. Ich hatte am vergangenen Wochenende für fc.com einen Artikel recherchiert, was man quasi gucken kann, wenn man keinen Bock auf Katar hat, und wollte da gerne auch über die Handballer was schreiben. Deswegen haben wir auch nochmal Kontakt miteinander bekommen. Ich habe nichts dazu gefunden. Auf der FC-Homepage sind die Informationen, ich glaube, 2 Pandemien und 1 Krieg her, gefühlt. Also wie kommt das? Warum wird das da so in irgendeinem Randaspekt behandelt? Weil der FC halt, wie der Name schon sagt, Fußballclub ist, wo? Um es jetzt mal ganz, ganz platt zu sagen. Ich glaube einfach, wie hat FC natürlich voll Fokus auf Fußball, ist ja auch vollkommen legitim, vollkommen zu Recht. Ich glaube auch, dass wir uns auch als Abteilung, als Handballabteilung, sprechen jetzt mal als wir als Handballabteilung, da auch jahrelang ein bisschen auch es haben gut schleifen lassen oder nicht viel nach außen getragen sind. Wir sind zwar bei der, wie gesagt, wie ich schon sagte, beim FC auf der Seite gelistet, aber das ist wir anopief teilweise die Daten. Und man findet uns eigentlich aktuell, wir machen das meiste, muss man wirklich sagen, über Instagram und also schwerpunktmäßig über Social Media, und also Instagram ist da der Hauptkanal, und dazu noch unterstützen noch Facebooker, wo meistens gespiegelt wird. Also das sind quasi unsere Kanäle, worüber wir auch kommunizieren. Wir hatten auch gerade schon das Thema vorhin, wir sind überlegen, wie wir auch die Homepages neu gestalten, ob wir es über FC machen, aber das ist jetzt hier auch, geht jetzt zu tief in die ganze Geschichte. Ich glaube einfach, dass es auch jetzt wichtig ist, oder da kann auch Marc auch was zu sagen, dass wir jetzt auch seit geraumer Zeit auch eine gute Verbindung zum FC haben, wo wir uns auch gut austauschen, wo wir auch Support eigentlich kriegen. Und das wird nach und nach ausgebaut. Ich glaube, das war halt lange Zeit von beiden Seiten sehr, sehr stiefmütterlich behandelt worden. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, so bis zu dieser Saison 2016, 2017
waren wir einfach die Handballabteilung vom FC und das war ja relativ simpel. Und seitdem gibt es so einen gewissen Umbruch, eine sehr positive Entwicklung. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen der Schrei nach mehr von unserer Seite. Und ja, da sind wir seit dieser Saison oder seit diesem Jahr tatsächlich im regen Austausch auch mit dem FC, die uns da immer mehr supporten, jetzt anfänglich im Thema Vermarktung. Und das wollen wir nach und nach ausbauen und so, dass wir dann auch irgendwann hoffentlich einen guten Weg haben, um den Zuhörern hier und auch allen Interessierten die Daten zur Verfügung zu stellen zu können. Ihr habt ja gerade schon den Instagram-Account erwähnt. Wie heißt der? FC Handball. Okay, das ist einfach. Das, glaube ich, kann jeder selber suchen, aber ich verlinke es natürlich auch nochmal in den Shownotes. Da findet man natürlich auch ganz viele Bilder, sehe ich hier gerade, viele Termine. Sehr gut, super. Da beziehen wir halt das meiste, wo auch die Termine findet man da eigentlich im Vorfeld immer, also zumindest in der Woche vorher, was ungefähr am Wochenende immer passiert. Ja, merkt man diese, diese etwas nachrangigere Behandlung auch infrastrukturell oder ist das rein so eine Social-Media-Benachteiligung? Das ist jetzt eine also sagen wir es mal so, also wir werden eigentlich schon, wir sind jetzt auch jetzt von Hummel ausgestattet worden, das ist auch alles relativ glatt, würde ich mal sagen, gelaufen. Also wir kümmern schon selber um unsere Infrastruktur, das muss man schon sagen. Wir haben unsere eigene Halle, die in Zollstock ist, in der Europaschule, die liebevoll der Bunker genannt wird, die sich auch perfekt für ein Escape Room einfach eignet. Weil wenn du das erste Mal in dieser Halle bist, wir sind, glaube ich, 2 Etagen oder 3 Etagen unter der Erde, in so einer Schule mit mehreren Turnhallen, die findest du auf Anhieb nicht. Also eigentlich ansonsten, was so Infrastruktur angeht, ich glaube schon, dass wir vernünftig unterstützt werden. Also müsste ich. Ja, ich glaube, wir wünschen uns schon öfters mal ein bisschen mehr Hilfe, speziell so das Thema Hallenzeiten, aber das ist halt ein schwieriges Thema für alle Mannschaften, Vereine in Köln. Der FC unterstützt uns schon an den richtigen Stellen dann. Auf jeden Fall, speziell seit dieser Saison. Ja. Okay, sehr gut. Das ist ja schon mal super. Ich hoffe, dass auch jeder warm duschen kann nach dem Training. Das ist ja schon mal viel wert beim FC. Halbwegs. Ja, können ja selbst die Nachwuchskicker nicht. Insofern, da ist man in bester Gesellschaft. Vielleicht sollen wir mal den Fokus ein bisschen auf Sportliche lenken. Da stehen ja am Wochenende jetzt wieder ein paar Spiele an. Jetzt am zurückliegenden Wochenende vom 20.11. war ja spielfrei, unter anderem auch wegen Toten Sonntag. Und nächste Woche geht dann da, ja, was sagt man, der Ball rollt nicht mehr, sondern der Ball fliegt oder wird geworfen oder was. Da geht's jedenfalls weiter. Ich habe gar keine Ahnung, was der typische Handballbegriff dafür ist. Aber ja, es geht auf jeden Fall weiter. Genau. Vielleicht habt ihr da mal Lust, den Hörern und Hörerinnen so ein bisschen den Mund wässrig zu machen. Was stehen denn da so für Highlight-Spiele an? Wir fangen quasi, also ich gehe jetzt mal von den Senioren aus, wir meine ich die erste Herren. Da kann ich auch mal ein bisschen kurz mal zu ausholen, um die Geschichte mal kurz mal zu erläutern. Ich habe Anfang 2016 habe ich beim FC quasi angefangen. Da spielten wir in der ersten Kreisklasse, hatten nicht mal einen einheitlichen Trikotsatz und wir waren eine absolute Trümmertruppe. Also es war wirklich eine bessere Hobbytruppe. Da hatten wir gedacht, okay, das ist hier anders als überall. Das ist quasi war so der Punkt, wo wir hergekommen sind, beziehungsweise wo ich dann hergekommen bin. Und mittlerweile sind wir dieses Jahr aufgestiegen in die Landesliga, sind jetzt auch wieder nach Torverhältnis Tabellenführer, also in der Landesliga, haben bis auf ein Spiel alles gewonnen, spielen auch, glaube ich, echt einen vernünftigen und sehr ansehnlichen, schönen Handball, der auch sehr flott ist. Wir haben fast nur junge Leute, glaube ich, unser Ältester ist 30, was ja schon echt, echt cool ist. Also spielen wirklich einen tollen Handball mittlerweile und das kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut ansehen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir möglichst viele, dass viele Leute mal vorbeikommen, sich das auch mal angucken. Ich werde nicht vergessen, wie ich da angefangen habe, wo wir quasi vor 3 Leuten da gespielt haben. Wirklich saßen 3 Leute in der Halle. Das war so echt deprimierend. Ich weiß noch ganz genau, ein Gegner gegen Rheindorf 2. genau, und die mittlerweile sind da schon immer so
100, 120, je nachdem, was los ist. Also hört sich jetzt im Vergleich zum Fußball, ist es jetzt natürlich 150 Leute, das ist relativ wenig. Aber es ist halt für uns schon echt ein krasser Sprung gewesen. Also und es macht wirklich auch Spaß, weil es passiert halt eine ganze Menge, es ist eine Menge Bewegung drin. Es geht halt wirklich steil nach oben. Also es ist auch, wie gesagt, es gab damals, als angefangen bin vor knapp sechs Jahren, gab es nur eine Herrenmannschaft. Jetzt haben wir drei Herrenmannschaften. Die zweite, die ist ja auch aufgestiegen. Die erste Kreisklasse ist jetzt auch, glaube ich, Zweiter in der Liga, hat auch ganz gute Chancen, wieder aufzusteigen. Und die dritte ist auch wieder aufgestiegen. Die hatten sich, glaube ich, im oberen Mittelfeld, Platz 5 oder so. Also es läuft halt wirklich gut. Also die haben echt einen guten Zulauf. Und ja, also kommt vorbei, guckt euch das an. Es macht auf jeden Fall Spaß, zuzugucken. Vielleicht sagst du einfach nochmal den nächsten anstehenden Termin durch, dass jeder schon mal seinen Kalender notieren kann. Das ist Samstag, der 29. Jetzt bin ich super vorbereitet. Der 26. Samstag. Genau, Samstag, 26. 17.30 Uhr in der Halle Europaschule in Köln-Zollstock. 17.30 Uhr gegen BTB Aachen 3, genau. Ja. Okay. Wer ist da so Favorit? Wie muss man da das Stärkenverhältnis einschätzen? Ja, also dadurch, dass wir sind Tabellenführer, die sind, glaube ich, im Mittelfeld irgendwo, würde ich schon sagen, dass wir da schon der Favorit, also können wir nicht lange drum herum reden, als Tabellenführer bist du meistens Favorit. Aber wir trotzdem, glaube ich, man weiß immer nie bei solchen Mannschaften, vor allem so zweite Mannschaften oder dritte Mannschaften, wer da eventuell auch mal aufläuft oder wo auch mal ausgeholfen wird. Von daher kann es auch ein sehr enges und knappes Spiel auch werden. Von daher brauchen wir Unterstützung. Und nach uns spielen ja auch dann die zweite Damen. Genau, da kann ich noch was zu sagen. Die spielen nämlich um 19.45 Uhr, ebenfalls in der Europaschule, gegen Pulheim. Auch quasi ein Stadtduell. Und zweite Dame steht diese Saison auch ziemlich gut da. Die sind aktuell punktgleich mit dem Tabellenzweiten. Und Pulheim ist eher im Tabellenkeller. Deswegen werden wir da auch definitiv alles daran setzen, einen Sieg in unserem Bunker zu holen. Und da hat sich auch, bei der zweiten Dame hat sich viel getan. Vor 2 Jahren oder auch in den Corona-Jahren ging es noch um den Abstieg. Und jetzt können sie da oben mitspielen. Und vielleicht kann ich da auch nochmal den Übergang zur ersten Dame machen. Die spielen ja in der dritten Liga. Die sind diese Saison auch super gut gestartet. Waren bis, glaube ich, vor 2 Wochen noch ungeschlagen. Haben da erst am letzten Spieltag der Hinrunde die erste Niederlage sich eingeholt. Von daher sind wir da auch echt stolz drauf, wie es bei denen läuft. Die spielen zum Beispiel am 3.12. um 19.30 Uhr in der Europaschule. Okay, ich hoffe, dass alle Hörer fleißig mitgeschrieben haben, sich die Termine schon mal notiert haben. Wenn nicht, das können wir auch gerne nochmal alles in den Shownotes reinschreiben, respektive die entsprechenden Links setzen. Was sind denn so die Spieler, respektive Spielerinnen eurer jeweiligen Mannschaft, auf die man vielleicht besonders achten sollte, wenn man zum ersten Mal da ist? Gute Frage. Ich glaube, das gibt es im Handball gar nicht oder jetzt bei uns nicht unbedingt. Also zumindest im Damenbereich würde ich sagen, das Team ist der Star. Ich weiß nicht, beim Herren. Natürlich, als Torwarttrainer muss ich natürlich sagen, meine Torhüter. Natürlich. Ich habe auch mal Timo Horn angeboten, dass er auch mal vorbeikommen soll in seiner Hochzeit, aber. Nee, ich glaube, bei uns in der Mannschaft sieht man auch ganz gut es gibt so eine Torschützenliste von der ganzen Liga und das sind kommt glaube ich unter den ersten 20 oder so. Wir sind halt sehr breit gefächert. Also bei uns ist wirklich so, da kann jeder das Ding auch mal komplett für sich entscheiden. Als von den Feldspielern. Wir haben jetzt nicht so diesen einen, der jetzt alles da kaputt wirft, auf Deutsch gesagt, sondern wir haben wirklich ein Kader von 15, 16 Feldspielern, der da jederzeit auch zünden kann. Und das machen die auch ganz doll. Was da unser Vorteil ist, muss man wirklich schon sagen, weil wir wirklich eine breite und eine gute Bank haben. Wir haben wirklich einen sehr breiten Kader. Die meisten in der Liga haben so eine gute erste 7, die auch alle Hamper spielen können, aber danach hört es auch ziemlich schnell auf, weil wir wirklich, weil dadurch, dass wir sehr junge Leute und sehr fitte Leute haben, auch sehr viel ins Tempo gehen und wirklich schnell spielen, da halten die meisten halt nicht mit. Also ich glaube, da gibt es ein, zwei Mannschaften höchstens in der Liga, die da wirklich das Tempo mitgehen können. Und deshalb gibt es bei uns jetzt nicht so der eine, der jetzt jedes Spiel 10 Tore macht. Das gibt es bei uns wirklich nicht. Das ist aber auch, finde ich auch, nicht gerade förderlich, wenn man erfolgreich spielen will, dass es immer nur den einen gibt. Wie beim 1. FC Köln ist ja genauso beim Fußball. Es gibt einen Hasse Modest und der ist jetzt
ist auf einmal weg und dann ist auf einmal wird es ein bisschen schwieriger mit leeren Tore treffen. Ja. Und Marc, bei euch, wie sieht's da aus? Bei der zweiten Dame ist es ziemlich ähnlich. Ich glaube, im vorletzten Spiel haben sich alle Spielerinnen, die mitgespielt haben, auch in die Torschützenliste eingetragen. Und das ist bei uns auch. Ich habe letztens auch die Torschützenliste der Oberliga da durchgescrollt. Und unsere Torschützen oder Top-Torschützin ist auch erst nach den Top 20. Und das spricht echt dann auch für die Breite der Mannschaft und einfach dafür, wie wichtig alle Spielerinnen sind. Okay, also ich höre da so ein bisschen raus, der Grund für den sportlichen Erfolg, mannschaftliche Geschlossenheit, Teamgeist, diese Attribute mehr als so die Starspieler und Spielerinnen. Ja, das ist halt wirklich so, aber Handball ist ja auch ein bisschen mehr Aktion und ein bisschen mehr Torgefahr als jetzt, wo beim Fußball hast du ja wirklich nur einen vorderen Mannschaftsteil, der auch für Tore zuständig ist. Das ist hier beim Handball eher nicht so gegeben, weil in der Regel bist du gleichzeitig Abwehrspieler und natürlich auch musst du im Angriff auch liefern. Das ist halt echt krass. Von daher, ja, es ist wirklich, ich finde es auch angenehm, wenn du nicht diesen einen Überwerfer drin hast, der dir da alles in Grund und Boden schießt und der Rest kann halt nichts. Weil das ist halt auch, da bist du halt zurecht auch ausrechenbar. Ja, es macht auf jeden Fall die Mannschaft deutlich unberechenbarer. Ja. Das tut dem sportlichen Erfolg, glaube ich, echt gut. Also wir haben natürlich auch mal einen Spieler, der in einem Spiel mal 10 Hütten macht, aber das kannst du dann, also dann ist im nächsten Spiel kann ja auch mal sein, dass der nur 2 wiederum macht oder ein. Oder dafür macht dann auch ein anderer, der eventuell relativ wenig Tore, der macht auf einmal dann 8 oder 9. Also das ist für uns, wie gesagt, super, super angenehm, dass du da immer Leute auf Leute zählen kannst, ja. Ja, sehr schön. So soll es ja eigentlich auch sein in einer funktionierenden Mannschaft. Vielleicht noch mal so ganz kurz als Überblick. Wir haben jetzt immer ja nur von 2 Mannschaften geredet. Welche Handballmannschaften gibt es eigentlich überhaupt beim 1. FC Köln? Da kann ich vielleicht noch mal. Also es gibt, wie gesagt, 3 Herrenmannschaften. Das ist die erste, zweite, dritte Herren. Und dann dementsprechend auch die erste, zweite, dritte Damenmannschaft im Seniorenbereich. Und dann gibt es ziemlich viele Jugendmannschaften. Also wir haben von Minis über die F-Jugend, E-Jugend, da sind wir, glaube ich, also bis Jahrgang 2011 und jünger, haben wir aktuell im männlichen wie weiblichen Bereich, haben wir 10 Mannschaften. Und das ist schon echt für uns und auch für den Handball in Köln echt ein Top-Wert, muss man sagen. Und dann haben wir alle Jahrgangsstufen stellen wir immer eine Mannschaft und haben jetzt in der C-Jugend, sind wir in einer Jugendspielgemeinschaft mit 2 anderen Kölner Vereinen, um einfach da das Niveau ein bisschen zu heben und den Spielern die Möglichkeit zu geben, hochklassigen Handball zu spielen. Und also da sind wir echt stolz drauf, wie sich das gerade entwickelt. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend und ja auch sehr erfolgreich. Heißt also auch Nachwuchs, gibt es noch genug oder muss man da schon die Werbetrommel stark rühren? Nee, da muss ich echt sagen, dass es uns da sehr, sehr gut geht. Man hört ja oft, dass so während Corona viele Vereine Probleme hatten mit dem Nachwuchs. Wenn ich das so sagen kann, uns rennen sie die Türe ein, speziell in den jüngeren Jahrgängen. Da haben wir ein echtes Luxusproblem. Weil die Mannschaften, die sind super gefüllt. Da sind echt viele Mädchen wie Jungen, die da bei uns Handball lernen. Das ist eher das Problem für uns, ist eher die Hallenproblematik, ist ein bisschen das Problem, weil wir da einfach an den Grenzen stoßen. Also, Ja. Also ist eh ein Thema in Köln oder allgemein ist da eben Deutschland Sporthallen, sei es jetzt, weil die durch teilweise einfach nicht mehr marode sind oder weil die marode sind, oder durch andere Nutzungen, zum Beispiel in Königsdorf, die wird jetzt für die Flüchtlinge wurde jetzt auch benutzt. Ich weiß es gar nicht genau, wie. Die mussten auf jeden Fall Die muss quasi aus ihrer Halle auch raus und es ist halt schwierig, Hallenkapazitäten halt zu kriegen mittlerweile. Das ist halt ja schade, weil wir könnten, glaube ich, locker noch eine Halle, könnten wir dann füllen. Also für uns ist absolut die Sporthalle ist so der limitierende Faktor, sage ich mal, in unserer Entwicklung. Wir könnten da, glaube ich, noch ein qualitativ hochwertiges Angebot schaffen für Kinder in dem Alter, wenn wir da mehr Hallenkapazitäten haben. Das ist im Moment leider der Status quo. Wird sich da irgendwas dran ändern absehbarer Zeit oder muss man damit einfach jetzt erstmal leben?
Also das Problem ist, dass die Europaschule soll halt irgendwann, eigentlich sollte schon seit mehreren Jahren, die soll modernisiert werden, was für uns zur Folge hätte, dass wir jetzt gar keine Halle hätten demnächst. Ja, also im Moment lässt sich da noch nichts zu sagen. Wir sind immer händeringend auf der Suche nach Hallenzeiten und müssen da mal gucken, wenn die Sanierung der Europaschule ansteht, wie es dann weitergeht. Verstehe. Du hast gerade schon Corona erwähnt. Hat sich denn dadurch irgendwas verändert oder ist es quasi wieder der Status wie 2019? Handballerisch oder meinst du vom Verein her? Vom Vereinswesen her, habe ich jetzt gedacht, aber kannst gerne auch sportlich die Frage beantworten. Ja, also vom Vereinswesen hat sich da eigentlich nichts groß getan. Also wir sind ähnlich aufgestellt wie vorher und sportlich geht's auch eigentlich voran, würde ich behaupten. Ja, es war natürlich echt so ein Hemmschuh, die diese anderthalb Jahre, wo auch die eine Saison wurde abgebrochen, 2020, dann wurde die Saison 2021 wurde, glaube ich, angefangen für anderthalb Monate, dann wurde die auch komplett abgebrochen. Das war auch schon fand ich schon auch Genickschlag, weil du konntest auch nichts machen. Also die brauchen jetzt nicht groß über Corona zu reden, dann wissen wir alle, wie das angefühlt hat. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich alles wieder sehr auf Vor-Corona-Zeit eingependelt auch. Man hat ja gemerkt, dass so gewisse Aktivitäten auch wirklich mehr als dankbar wieder angenommen sind auch. Aber es ist, glaube ich, nicht exklusives SFC Köln-Handball-Ding, sondern es war ja, glaube ich, allgemein einfach bedingt. Also ich glaube nicht, dass wir von den Herren oder so, wo ich sagen kann, allgemein bei Senioren, wir haben jetzt keine Leute verloren nachhaltig. Das habe ich auch schon anders gelesen, dass wirklich auch der Mannschaften, ja, abgemeldet werden mussten, weil die Leute sich einfach anders umorientiert haben. Und wie gesagt, bei der Jugend ist auch, also die rennen uns da relativ die Bude ein. Boah. Also das finde ich halt schön. Wie gesagt, wie Marc schon sagte, andere Vereine müssen da wirklich sehr, sehr drum kämpfen. Bei uns ist halt, ja, es ist eine schöne Bestätigung der Arbeit einfach von den Leuten. Boah. Also ist auch ein schöner Beweis dafür, dass es halt gut läuft, auch dass der Verein auch stimmt, dass sie die richtigen Weichen auch stellen. Von daher wäre es auch immer schön oder ist auch immer schön, wenn andere Leute auch der eigene Verein das auch zur Kenntnis nehmen würde und unterstützen würde und nicht uns ignorieren würde. Mhm. Ja. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde gerne noch ganz kurz beim Sportlichen bleiben. Jetzt habt ihr gerade ja schon gesagt, dass es sportlich gerade gut läuft. Platz 1 bzw. Platz 3 in den jeweiligen Landesligen. Jetzt stellen wir uns mal vor, unsere Hörer sind so wie ich und haben überhaupt gar keine Ahnung von dem Ligensystem, gerade in unteren Ligen. Wann steigt man auf? Wenn man viel gewinnt. Ja, das ist meistens so. Aber erzählt das mal dem FC Schalke, das muss nicht immer zum Erfolg führen. Also nur der Erste oder auch der Zweite oder Dritte oder wie läuft das? Das ist so ein bisschen abhängig, in welcher Liga du bist. Also es ist meistens, wenn du den Verband wechselst, ist meistens nur eine Mannschaft. Wir zum Beispiel in der Landesliga, bei uns gingen mindestens zwei Mannschaften hoch. Und bei den Damen, zum Beispiel bei der zweiten Damen in der Oberliga geht nur eine Mannschaft hoch. Und genau, und bei der ersten Damen, zum Beispiel in der dritten Liga, da können sich die ersten zwei Mannschaften für eine Aufstiegsrunde qualifizieren, die dann quasi mit allen Mannschaften aus den drei anderen dritten Ligen ausgespielt wird. Also es sind insgesamt vier oder fünf dritte Ligen, die wird dann ausgespielt. Also das ist wirklich ligenabhängig, wie viele aufsteigen. Ja. Verstehe. Würde denn der erste FC Köln einen Aufstieg jetzt vielleicht vor allen Dingen von den ersten Herren, die ja da im Verdacht sind, mittragen oder könnte man das gar nicht sich erlauben? Also noch verdienen wir nicht solche Unsummen. Also ich verdiene gar, also die Spieler verdienen da gar nicht, von daher ist überhaupt kein alles. Überhaupt keine Frage in Sachen Geld oder finanziell. Man muss aber dazu sagen, dass ich finde, der Sprung von Landesliga, also von der reinen Fahrerei auch, ist bis zur Oberliga genau das Gleiche. Weil wir spielen also von Köln, also Dreieck, Köln, Aachen, Gummersbach in diesem Bereich. Und da machst du schon nochmal 100 Kilometer für eine Strecke. Das ist, wie gesagt, das macht jetzt keinen Unterschied, ob du da jetzt in der Landesliga spielst oder selbst in der Oberliga oder also nach Landesliga kommt der Verbandsliga, tut sich ja nichts von der Fahrerei und ja, das sollten wir auf jeden Fall, glaube ich, problemlos gestemmt kriegen. Ich glaube, die Schiris, das oder die Verbandskosten tut es, glaube ich, auch nicht so viel, aber
Nee, also das macht keinen, glaube ich, keinen Unterschied. Und das sind auch, ich glaube, über die Beträge, die so ein Schiedsrichter kostet, ist es im Fußballvergleich, das sind nicht mal mehr Peanuts. Ja, da gehe ich mal ganz fest von aus. Sind ja alles, mit denen ihr arbeitet, logischerweise Amateure und Amateurinnen. Kann es auch mal sein, dass einer dann vielleicht gar nicht spielen kann, weil auf der Firma gerade Inventur ist oder irgendeine wichtige Klausur ansteht oder sowas? Ja, ja. Musst du halt, ja, wie du schon sagst, wir machen das quasi als Hobby, auch als, wir sind zwar sehr ambitioniert, glaube ich, auch, genau, glaube ich, im Namen von Marc sprechen, auch von allen Mannschaften, alle ambitioniert und alle top motiviert. Aber wenn einer arbeiten muss, muss er arbeiten, boah, das geht halt vor, da wenn er eine wichtige Klausur hat, also, ich bin ja zum Beispiel auch, also ich war jetzt auch viele Spiele nicht da in der bisherigen Saison, weil ich bin halt Hochzeitsfotograf noch nebenbei. Hochzeiten finden meistens am Wochenende statt und am Wochenende spielen wir halt. Klar, Priorität liegt dann natürlich in erster Linie erstmal auf den Job, was ja vollkommen normal ist. Klar, logisch. Gut, dann haben wir, glaube ich, den sportlichen Teil abgeschlossen. Oder sagt ihr irgendwas ganz Wichtiges, hat der Typ noch gar nicht gefragt? Das muss man auf jeden Fall noch erwähnen. Kriegen wir bestimmt um die Ohren geschmiert von unseren Kollegen aus der Abteilung. Irgendwas haben wir bestimmt vergessen, aber ich glaube, wir haben schon sehr viel genannt und glaube ich, passt schon ganz gut. Super. Ja, dann können wir noch mal ein bisschen auf das Ganze drumherum schauen. Da hat der Sebastian gerade ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass er da auch mit der Social Media Abteilung vom FC nicht ganz so happy ist. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja, also man muss dazu sagen, wir zeichnen jetzt, glaube ich, Sonntagabend auf. Also heute ist ja die WM in Katar gestartet und der FC bzw. die Social Media Abteilung hat einen alternativen Spielplan für nächste Woche vorgestellt, wo so Spiele, also sei es jetzt von den Amateuren oder der Damenmannschaft oder sonstige Aktivitäten rund um Katar beziehungsweise um kritische Begleitung gepostet. Und ja, mal so die eigenen Abteilungen, wie zum Beispiel auch Handball oder auch Tischtennis, es gibt ja auch noch Tischtennis beim FC, mit keiner Silbe erwähnt. Dafür wiederum auch die Kölner Haie, wo ich mir denke, okay, Kölner Haie ist cool, die kommen ja auch aus Köln. Aber haben jetzt für mich mit dem FC nichts zu tun. Und finde ich wirklich auch extrem schade, dass halt, wir halt nicht wertgeschätzt werden. Das muss man schon sagen. Das habe ich auch, kundgetan dem Verein gegenüber, beziehungsweise habe ich das dem Mitgliederrat auch so genannt, weil ich es einfach schade finde, weil, wie gesagt, ich glaube, dass die Handballabteilung macht wirklich einen tollen Job, einen guten Job. Das ist extrem viel Ehrenamt, wirklich Sache an der Basis zu arbeiten, wovon auch immer viel gesprochen wird. Und ich fand es auch unter der Prämisse halt schade, wie wir es auch schon angekündigt haben. Eigentlich haben wir mittlerweile ein ganz gutes Verhältnis auch zum FC da aufgebaut. Dass das halt so, dass wir da komplett unterm Tisch gefallen sind. Weil, also, ist schade, ist ärgerlich. Ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben und uns eventuell bei ihrer nächsten Planung oder bei ihrer nächsten Wochenübersicht nicht vergessen. Und ich spreche da auch, glaube ich, auch im Namen von Tischtennis. Also, ich finde es auch, wie ja auch Tischtennis oder wenn wir selbst Touren gewesen wären oder was weiß ich, das wäre vollkommen egal gewesen. Aber ich finde, wir sind halt ein Verein, wir sind der 1. FC Köln genauso wie die auch. Und wenn man so einen alternativen Spielplan macht, dann sollte man es da auch erwähnen. Das ist, glaube ich, auch nicht zu viel verlangt. Nee, absolut. Vor allem, da waren ja auch ein paar Wochen im Voraus drauf. Ne? Das war jetzt ja nicht nur dieses Wochenende, sondern auch schon in die Zukunft rein. Hätte man locker tun können. Ja, ja. Naja, hätte Fahrradkette. Ja. Das sagte schon ein berühmter Profi. Der sagte, wäre Fahrradkette. wäre Fahrradkette. Genau. Also ich verspreche, ich nehme euch in meine Übersicht auf, die ich für FC.com machen werde, für die nächste Woche dann und für die Wochen danach, bis diese unsägliche WM dann vorbei ist. Danach können wir es gerne weiter beibehalten, das Format, aber da habe ich noch nicht mit den Chefredakteuren drüber gesprochen. Wollt ihr noch irgendwelche anderen Dinge über euren Sport und eure Teams erzählen? Boah, jetzt krasse. Hast du mich jetzt was? Nee, also kommt einfach mal vorbei. Gibt aber also bis auf die erste Dame, kostet auch bei uns keinen Eintritt. Selbst bei den ersten Damen ich weiß gar nicht, was du bezahlst. Der Eintritt ist, glaube ich, 6 Euro kostet bei den ersten Damen. Also ist es auch überschaubar für 60 Minuten Top-Handball. Ich glaube, Handball ist ein super Sport. Also das lohnt sich einfach mal vorbeizukommen, einfach mal den Sport sich anzugucken. Und die Stimmung ist immer super in der Halle. Es gibt auch das ein oder andere Kaltgetränk sicherlich, sodass man da zu sehr fairen Preisen. Genau, dass man da sich, glaube ich, einen sehr schönen Abend auch machen kann. Ja, absolut. Und ich glaube, Handball ist ja auch ein richtig cooler Live-Sport, finde ich persönlich. Ich finde es halt, also manchmal denke ich mir, wenn ich so im Stadion sitze, denke mir,
Der Hamper könnte, oder der Fußball könnte wirklich mal sich mal zwei, drei Sachen in meinen Augen auch mal abschauen. Mir geht's so als Beispiel, mir geht auch dieses Ball wegschlagen, auf den Sack, dieses Zeitspiel und so, dieses Theatralische, das geht mir, also, das finde ich mittlerweile immer schlimmer geworden. Das finde ich halt so nervig. Also, Ball wegschlagen, wie direkt mal gelbe Karte und so, ja, das gibt's zum Beispiel beim Hamper, wird's auch direkt bestraft, da gibt's das auch nie. Theatrale gibt's auch nicht, also, ich glaube auch, dass beim Handball teilweise härter zugeht. Aber dann wird auch, dann gibt man sich die Hand und gut ist. Da gibt es jetzt nie so Rudelbildung. Auch die ganze Diskussion mit den Schiedsrichtern finde ich auch so nervig und anstrengend. Also, die sollten mal weniger drumherum machen, der Fußball. Also, sollte man sich auf das Wesentliche mal konzentrieren. Und ich glaube, wie gesagt, Handball ist wirklich, finde ich halt auch spannend mit anzugucken und macht auch wirklich Spaß bei uns. Es passiert auf jeden Fall sehr viel in 60 Minuten. Ja. Manchmal wird man sich ja wünschen, dass beim Fußball auch mal 60 Tore fallen und nicht eins für Partizan Belgrad oder so. Ja, super. Also, ja, ich glaube, ich habe meine wichtigsten Fragen losgeworden. Vielleicht können ja unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen was für euch tun. Ihr müsst ja einfach nur unter die Social Media Posts vom FC, wenn ihr wieder Wochenpläne veröffentlichen, einfach mal fragen, wo ist denn der Handball, wo ist Tischtennis? Wenn das jetzt nicht nur einer tut und nicht nur zwei tun, sondern vielleicht 10 von euch, 20 von euch. Vielleicht denkt dann die Social Media Abteilung vom FC auch mal ein bisschen drüber nach, ob sie das noch gerne aufnehmen wollen. Da gab es ja gerade auch eine Änderung im Management. Das heißt, da gibt es jetzt ja einen neuen Mediendirektor. Vielleicht hat der da auch ein bisschen mehr Zugang dafür. Wobei ich persönlich immer sehr schade finde, wenn man da den FC mal taggt auf Twitter, kriegt man ja nie eine Antwort von denen irgendwie. Da, also so ein bisschen rufen in den leeren Wald irgendwie. Ja. Aber okay, ja, da müssen wir, glaube ich, alle in so verschiedenen Bereichen mit leben. Ja, letzte Chance für letzte Weisheiten, außer kommt vorbei. Folgt uns auf unseren Kanälen. Genau. Abonniert den Instagram-Account FC Handball, da kriegt ihr alles mit. Dann letzte Rausschmeißerfrage quasi. Sebastian, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du mir so erzählt, dass es den quasi so halbironischen Schlachtruf gäbe bei euch, erster Fußballclub Köln. Wird das immer noch gesungen oder hat man sich inzwischen eigene Schlachtrufe überlegt? Nee, wir haben es immer, erster Handballclub Köln singen wir nach immer. Sehr gut, ist auch richtig so. Erster HC Köln. Ja, eigentlich schon, wir haben es uns das ist schon lange angewöhnt, erster Handballclub Köln zu singen. Ja, sehr cool. Dann danke ich euch beiden sehr herzlich, dass ihr jetzt da gewesen seid und euch hier den Sonntagabend dafür freigenommen habt. Das waren Sebastian Bahr, Torwarttrainer der ersten Herren, und Marc Breitenbeuch, der Trainer der zweiten Damen. Vielen Dank euch beiden. Ja, zu danken. Vielen Dank. Vielen Dank. Immer gerne. Macht es gut. Und dann sehen wir uns demnächst alle zusammen beim Handball. Tschüss. Tschüss.